Ja, hallo. So, wir hatten gerade schon eine angeregte 35-Minuten-Session hier zusammen. So haben uns jetzt ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt und kamen dann auf den Punkt, dass wir eigentlich noch ein bisschen über die Produktionserfahrung von Live-Spielstätten, in dem Fall von uns hier auf der Stubnitz, aber auch deine Produktionserfahrungen, dass wir da ein bisschen reflektieren wollen. Und ich würde mal in den Raum werfen, dass die Höhe und das Interaktionsmoment, das wir bisher gewohnt waren, vor März, vor pandemischen Bedingungen, ja andere sind als die wir jetzt haben und über die Dinge, die wir uns Gedanken machen. Blo, ganz direkt an dich, wie ist das so, eine Produktion, die hier läuft und die Art von Live-Musik, die hier gespielt wird, wie sieht da der Alltag im Endeffekt auch über die ganze Laufzeit, die du jetzt schon hier begleitest, aus? Ja gut, wir haben ja schon sehr stark den Fokus auf das Erlebnis auf gute Erlebnisse von Live-Musik. Und wir haben ja jetzt die letzten 20 Wochen haben wir die eine oder andere Live-Produktion gemacht. Im Moment sind es ja zumindest alle zwei Wochen mal jetzt für Plattenfroste, dass eine Band auf der Bühne steht und die eine oder andere mehr. Da sind jetzt schon konkrete Erfahrungen entstanden mit. Also zum einen ist es so, dass es ist im Moment angekündigt, dass es eine Förderung geben soll für Streaming. Events für Streaming, für solche Streaming-Produktionen. Das war bisher jetzt noch nicht der Fall. Also im Moment haben wir mit Bands gearbeitet, die gesagt haben, sie wollen trotz allem Live-Musik machen. Und dann auf der anderen Seite eigentlich unsere Crew, die auch die gleiche Einstellung hat, dass sie sagen, sie wollen trotzdem was machen oder gerade weil alles tot ist, will man trotzdem was machen. Und wir haben es trotzdem gemacht, sage ich mal. Das ist dann die Künstler haben dann ihre Reisekosten quasi selber bezahlt und im Gegenzug haben sie dann eine Dokumentation gekriegt und wir haben halt auch im Prinzip jeden Aufwand eigentlich drauf bezahlt. Und das Positive daran ist, dass dann Musik erklingt, aber dass das jetzt eine Dimension hat dass man jetzt ein Publikum erreicht, das ist sehr, sehr peripher. Also vom Ergebnis her, als Vermittlung ist das ein sehr peripheres Ergebnis. Wir haben durchaus festgestellt, jetzt die Plattenfrosser-Geschichten, die sind schon auch relativ nach oben gegangen. Ich weiß nicht, wie viel war beim letzten Mal, hat man eine Zuschaltungs- Quote von, wie viel war das? Da schalten so 200 Leute schalten da ab und zu rein während der Live-Sendung. Ich glaube, der Punkt ist dann, dass es dann im Endeffekt dann halt irgendwann auf YouTube landet und dauerhaft abrufbar ist, also on demand und aber so. Aber vielleicht nur für alle, die es nicht kennen, ist es tatsächlich ausschließlich Stream oder gibt es auch ein kleines Publikum? Es gibt natürlich von unserer Crew, gucken ein paar Leute zu, dann vielleicht bringen die Künstler ein paar Leute mit. Also es gibt schon so jetzt 10, 20 Leute oder so, sind in der Regel schon da. Man hört auch ab und zu jemanden klatschen, ja. Also so zwei, drei Leute, die ab und zu dann doch auch mal zwischen zwei Tracks dann irgendwie einen kleinen Applaus geben. Das ist dann aber eben Crew oder die Leute, die mitkommen mit den Künstlern. Aber das macht ja schon einen riesen Unterschied. Ja. Also ich meine, es gibt ja auch die andere Variante, dass es viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die ganz schnell natürlich auch darauf gekommen sind, das in ihren Wohnzimmern zu performen und zu streamen, um im Zweifelsfall allein schon, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Ja. Also das war ja auch relativ schnell so, dass viele Musikerinnen und Musiker gesagt haben, ey, wenn ich trete ja nicht nur auf, weil ich Geld verdiene, weil das tue ich nämlich gar nicht so viel. Ich verdiene mich auch nicht so viel über meine Auftritte als Musikerin. Aber ich bin auch selbst Promoterin. Also ich muss mich auch selbst promoten. Ja. Und was mache ich denn, wenn ich nicht auftreten kann? Also schnell Streams verteilen von mir in meinem Wohnzimmer oder in meiner Straße und auf meinem Balkon. Und
auch da fand ich, also da fand ich interessant, dass viele erzählt haben, ja, das haben wir gemacht, das war auch die ersten zwei Mal total lustig, aber irgendwann dachten wir, also es ist echt total affig zu spielen und da, wo eigentlich normalerweise eine Resonanz kommt, nämlich ein Applaus, steht man da und guckt in seinen, guckt seinen Hund an oder ins Bücherregal. Was ist das für ein Gefühl? Das ist auch nochmal so, finde ich, so ein, einfach so ein ganz kleiner entscheidender Aspekt, aber wenn es darum geht, ich brauche als Musikerin, als Performerin generell, auch auf der Theaterbühne oder whatever, aber ich brauche als performende Person, brauche ich dieses verdammte Publikum. Ja, ja, es ist auch, die Interaktion zwischen den Musikern ist auch anders, wenn kein Publikum da ist. Das funktioniert wirklich alles nicht so richtig. Ich meine, bei sehr experimentellen Bands kennen wir das ja auch schon von vor Corona so ein bisschen. Also dass im Endeffekt dann 3 oder 5, also es gab es ja auch schon, dass einfach 5 zahlende Gäste kommen, dann ist die Crew noch da, weil hier eben soziokultureller Ort ist, leben Menschen hier. Aber dann ist es auch eigentlich schon, also ich meine, wir hatten glaube ich schon Erfahrungen, wie das ist, wenn ganz wenig Leute da sind. So. Ich habe früher auch Musik gemacht und habe auch Erfahrungen damit, wenn keiner kommt oder nur ein oder zwei. Aber dann weiß ich wenigstens, dann freue ich mich zumindest, wenn die eine Person klatscht. Aber dann weiß ich, woran das liegt. Ja. So, dann habe ich eine Einschätzung, das ist dann meine. Ja. Bei uns macht das gewissermaßen Sinn, weil wir wirklich das Ergebnis, also diese Dokumente von der Live-Musik, wir haben da etwas Übung, das in einer guten Form festzuhalten und diese Zugänglichkeit, die dann entsteht online, die wird ja schon auch traditionell genutzt. Also jetzt bei Twitch, wenn ein Stream ist, dann sind es halt dann sind es ein paar Leute, die sich einschalten. Mögen es 200 sein oder wie auch immer, wie lange sie drin sind, weiß man nicht. Aber hinten nach, wenn es dann wirklich zugänglich ist und die Bands das auch verlinken und so weiter, und wir haben das auf unserer Webseite, diese Dokumente von Live-Konzerten, die wir dann, das sind dann 4 Minuten oder so, die man zugänglich macht. Und wenn man das ein Jahr später anguckt, dann sind es doch im Durchschnitt 10, 12, 14.000 Zugriffe, die auf solche Materialien sind. Und das ist bei uns so ein bisschen eingespielt und das hat man natürlich. Wie geht's euch damit, wenn ich jetzt mal fragen darf? Gerne. Wenn man, gibt es so eine Art Measurement, wenn man rechnet, was machen 100 Zugriffe mit einem? Sind 100 Zugriffe schon ein Riesenerfolg oder ab wann sind 100 Zugriffe vielleicht nur 100 enttäuschend? Verändert sich da was? Habt ihr bei euch schon gemerkt, bei dem, wie ihr eure Zugriffszahlen bewertet? Da würde ich auch sagen, das hat sich hier, also speziell hier, entkoppelt sich das ganz schnell von dem, was man selbst tut als Überzeugungstäterin oder als jemand, der das gerne macht, was man hier macht, also sei es die Produktion, sei es das Booking, sei es den Abend zu organisieren. Und was damit daraus wird, es ist ja, Kubin hat das auch so ganz nett gesagt, manche musikalischen Leistungen, die waren halt gar nicht so toll so, die verschwinden in der Vergessenheit und manchmal merkt man erst nach 10, nach 20 Jahren irgendwann, dass da hochwertige Momente festgehalten wurden und archiviert wurden. Hm. Also so, wenn man sich manche musikalischen Dokumente von Anfang 2000 anhört, da ist einiges dabei, so das hört man an und dann ist es weg und manches ist dann, boah krass, das gab es damals schon so. Mhm. Hat man, und ist dann sehr erstaunt darüber, was festgehalten wurde. Und es ist weniger die Zahl derer, die das konsumieren oder anschauen, anhören, sondern eher, dass dabei immer wieder in einem regelmäßigen Tun qualitativ Hochwertiges festgehalten wird und dann eigentlich da ist. So. Ja, das ist ein total schöner Blick darauf. Nur man merkt, glaube ich, bei ganz viel, und der setzt aber auch voraus, dass man selber ein Verhältnis zu dem Wert dessen hat, was man macht. Ja. Aber zum Beispiel, je jünger ich bin, desto schwerer fällt mir das vielleicht, ein Verhältnis dazu zu haben. Und dann werden plötzlich Klicks und Clickrates und Daumen und Herzchen zu einer Währung. Und die sagt mir was über die Qualität meiner Musik möglicherweise. Und das ist dann noch anonymer, als sich zu überlegen, okay, früher war es, wie viele Platten verkaufe ich? Ja, auch nicht viele. Sagt im Prinzip, wenn man so hingeht, wie du jetzt auch argumentiert hast, eigentlich überhaupt nichts über die Qualität der Musik, weil in 20 Jahren wird sich möglicherweise rausstellen, ich habe keine Platte verkauft, aber mein kulturelles Werk ist trotzdem, hat einen Wert, der steht außerhalb der Bemessbarkeit in einer aktuellen Währung. Insofern, das ist ja sowieso das, worüber wir immer reden, wenn wir über Kunst reden. Aber gleichzeitig finde ich im Moment gerade diese Situation wirklich auch dadurch erschwert,
weil der Austausch über Werk, über Musik zu reden wegfällt. Also das, was wir jetzt haben, ist eben, spielt sich so vieles so virtuell ab, dass es schwer ist, sich darüber auszutauschen, wie finde ich das, wie gefällt mir das, was macht das mit mir. Sowieso ein Austausch über Emotionen ist so unglaublich verkompliziert heutzutage. Das verschwimmt halt auch mit einer Art von Media-Business, also so, dass du im Endeffekt irgendwie ökonomisierte Werte hast, also gerade Click-Rates, Download-Raten und wie weit das monetarisierbar ist oder nicht, aber im Endeffekt ist dann ja so, dass man schon immer versucht, ein bisschen so, zumindest wenn man für die Sache, die man tut, eine gewisse Leidenschaft hat, im Endeffekt sie einfach zu tun, ohne darauf zu schauen, welche Art von Reaktion. Also man ist natürlich erfreut darüber, wenn was ankommt, das ist gute Arbeit oder das ist eine gute Kunst oder das ist tolle Musik oder sowas. Aber der Business-Teil ist es sowieso schon auch für mich zumindest ist das so. Den Business-Teil versucht man nicht auszublenden. Also die popkulturelle Überlieferung über irgendwie dann über Werbung und über alles, was da so läuft und über auch die Art von Standardmusik, die immer wieder wiederholt wird, so überall, die blendet man aus und es hat das eigentlich so, also ich habe das so abgespeichert, also okay, das ist der Business-Bereich, das ist, ja. Ja, es ist so ein bisschen frustig ist es immer, mit auch selbst wenn 10, 20 Leute irgendwie gucken, ist es ein bisschen frustig, oder? Wenn man sagt, das ist jetzt ein eigentlich ein tolles Erlebnis, aber es sind kaum Leute da. Und dann macht es schon was aus, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt, bei der Band sind 5 Leute, die sich jetzt da bemühen. Also du sprichst jetzt von Live-Momenten, also ja. So mit Publikum früher quasi. Ja. Nee, jetzt so in diese Zwischenzeit. Stream, also auch ja. 20 Leute. Dann sind von mir aus auf Bandseite 5 Leute, die sich jetzt da einen Tag engagieren dafür. Auf unserer Seite sind es auch insgesamt 10 Leute. Und dann sagen wir, ja gut, zumindest haben 200 Leute zugeguckt. Und so, wenn man dann ein paar Monate später guckt, sagt, okay, jetzt sind es doch ein paar Tausend geworden, die inzwischen das Pfeil angeguckt haben, dann kann man zumindest schon von einer gewissen Kulturarbeit sprechen. Das bleibt ein bisschen frustig. Mhm. Es bleibt ein bisschen frustig, aber ist es zumindest Kulturarbeit. Und da glaube ich schon auch, dass ein Problem heutzutage ist, so wie die ganze Medienlandschaft gestaltet ist, dass es in der aktuellen Musik eigentlich keine Resonanz gibt zum heutigen Musikschaffen. Es gibt halt so bestimmte Bereiche, die funktionieren. Es gibt ja immer auch interessante, also heutige interessante, authentische Projekte, die ein größeres Publikum haben. Lassen Beispiel No Twist beispielsweise. Mhm. Der Michi Acher, der macht ganz viele Projekte, die hochgradig spannend sind, und No Twist ist so sein jetzt nicht, ist nicht eigentlich Popmusik, aber ist ein bisschen populärer als seine anderen Projekte, wo er einfach auch wirklich ein Publikum hat. Und wenn er jetzt einen Livestream machen würde, er war jetzt nicht da mit No Twist, mit allen anderen Projekten war er in der Vergangenheit da, aber nicht mit No Twist, weil er da größere Räume füllt. Aber wenn der einen Stream macht, dann hat das eine Resonanz, einfach weil das schon eine bestimmte Größenordnung einfach hat, auch von den Tonträgern, die er schon verkauft hat, von der Medienpräsenz, die er hatte. Und diese Medienpräsenz überhaupt zu kriegen, dass jemand so, sag ich mal, bekannter ist, das ist halt einerseits von der Qualität völlig unabhängig. Und ist nur ein Ausdruck davon eigentlich, dass ein populärer Erfolg eingetreten ist. Das ist so wie bei Arte. Auf Tracks werden bloß Projekte abgebildet, die in der Lage sind, in der Metropole zumindest 800 Besucher, 800 Karten zu verkaufen oder so. Wenn einer darunter ist, dann kommt er gar nicht vor bei Tracks. Ist so. Und das ist schon der Kulturkanal. Und da ist alles, jede Qualität, die eigentlich unter diese Popularität fällt, kommt gar nicht vor. Und das ist, glaube ich, das Problem bei den Stream-Formaten, dass man einfach mit Künstlern, die nicht alle, die relativ gut verkaufen sind, also das sind auch welche, die ich hochgradig spannend finde, ja, ist keine Frage, gibt es in Deutschland in allen Metropolen,
Und diese mittelgroßen Bands, die man nicht als Industrieprodukte angucken würde, die wirklich eine authentische eigene Musik machen, die spannend ist. Das ist so ein Bereich, wo das einfacher ist. Und aber der große Bereich eigentlich des spannenden Musikschaffens fällt dort nicht runter. Und das ist dann wirklich entsprechend eine sehr bemühte Zwischenlösung. Ich würde einfach, weil du das Stichwort eben gesagt hast, nochmal die Frage danach, welche Bands werden im Prinzip überhaupt vertreten oder repräsentiert in solchen Formaten wie Tracks by Arte oder so. Dabei muss ich daran denken, gerade, dass ich kürzlich, wir haben beim NDR Nachtclub ein Format, das heißt Nachtclub über Pop, das gibt es seit März letzten Jahres. Und da haben wir, was selten ist, als irgendwie Spartenradio gelabelten Popkultur Sektor im Hörfunk, eine Stunde Zeit über Themen zu reden. Also wir haben das Überpop genannt, weil es auch über Pop hinausgeht, thematisch mitunter. Also es wird auch mal über Literatur gesprochen oder über Filme und irgendwie ist aber der Kontext, der Rahmenkontext im Zweifelsfall Pop, Kultur, mit der das am Ende dann geklammert wird. Und wir haben jetzt im Laufe der Corona-Zeit mit diesem Format im März direkt angefangen, sämtliche Fragen zu versuchen aufzugreifen, die im Kontext Corona aufgetaucht sind, Popkultur und Corona, von der Produktion bis zu auch diesen Beschreibungen, wie funktioniert es eigentlich mit den Clubs, was bedeutet Streaming in diesem Kontext und so weiter. Also wir haben versucht, so ein bisschen auch an den aktuellen Entwicklungen längs popkulturelle Themen in diesem Format zu behandeln. Kann man sich auch alles anhören auf der NDR-Infoseite in der Mediathek, sind die alle noch. Und das war insofern sehr dankenswert und sehr spannend, weil es dadurch halt die Möglichkeit gab, auch solche Fragen zu stellen, wie entwickelt sich eigentlich der Wert von Musik in einem Kontext, wo plötzlich ganz anders rezipiert wird. Und zu einer Ausgabe hatte ich zu Gast Bertolt Seliger, der Konzertveranstalter seit über 30 Jahren ja für relativ große Acts ist. Mittlerweile für dieses Jahr hatte er Patti Smith Tour, Rufus Wainwright und you name it. Und alles das musste verschoben werden. Und er erzählte so ein bisschen, Ausgangspunkt war zu gucken, wie fühlt sich das überhaupt an, in so einer Extremsituation Konzertveranstalter zu sein und mit einer Situation konfrontiert zu sein, wo du von jetzt auf gleich geplante Tourneen absagen und beziehungsweise verschieben musst. Welche Arbeit kommt mit dem Abwickeln und Neuaufwickeln auf dich zu? Wer bezahlt das aus versicherungstechnischer Hinsicht? Also unglaublich viele extrem interessante Stränge, über die es da zu reden gilt, auch wahrscheinlich auch für euch hat eine total interessante Frage immer wieder auch, wie läuft das eigentlich neues Fass aufmachen, wie bookt man in die Zukunft, wenn man die Zukunft nicht kennt, also ist ja auch so und dann hast du ein Rebooking und genau, immer wieder den gleichen Aufwand so. Genau, ja. Und Bertolt Seliger hat in dieser Sendung aber diesen einen ganz guten Punkt gemacht, fand ich, nämlich mit der Frage, darüber hatten wir ja vorhin in der ersten halben Stunde auch schon gesprochen, was ist, wenn man die Zukunft der Musikspielstätten nicht prognostizieren kann? Also wenn man nicht weiß, welche Musikspielstätten sind am Ende noch übrig, sofern es einen Zustand gibt, den man irgendwie als Ende bezeichnen kann. Aber wenn man in einem halben Jahr guckt und man muss im dramatischsten Fall feststellen, es ist ein Prozentsatz von, keine Ahnung, jetzt ausgedacht, 30% der kleinen Musikspielstätten sind weg, dann ist natürlich auch die Frage der Kettenreaktion. Was macht das mit den Konzertveranstalterinnen und was macht das, was die Konzertveranstalterinnen machen, mit den Künstlerinnen und Künstlern? Sprich, wenn ich als Künstlerin, die möglicherweise erst 20 Leute ziehe, keine Spielstätten mehr habe, die sich mich leisten können, sondern die auf die nächste Stufe gehen müssen und sagen können, wir können keine Künstlerin mehr einladen, die vielleicht nur Familie mitbringt und 20 Freunde, sondern wir müssen, weil wir selbst überleben müssen, ab jetzt nur noch Bands oder Künstlerinnen buchen, die so und so viel garantiert an Umsatz bringen oder an Türeinnahmen bringen.
dann bedeutet das gleichzeitig auch für die Konzertveranstalter, sie schicken auch nur noch die auf Tour, die im Zweifelsfall Umsätze garantieren. Also das ist auch nochmal so ein Kanal, den es sich lohnt anzugucken, auch jetzt in diesem Tisch natürlich ohne eine Antwort geben zu können, aber auch da nochmal so ein Szenario, wo man tatsächlich in die Zukunft guckt und sich denkt, da ist so eine Kettenreaktion beschrieben, von der ich auch wieder sagen muss, man muss, da müssen sich auch diejenigen, das müssen sich auch diejenigen angucken, die sich jetzt darum Gedanken machen, wie ist das alles zu retten, aufzufangen und möglicherweise zu finanzieren. Mhm. Und wenn wir dann wieder über diese ganzen möglichen Fördermöglichkeiten und öffentliche Finanzierungen von Unternehmerinnengehalt oder was weiß ich was sprechen können, müssen wir jetzt alles gar nicht wieder aufmachen. Aber in diesem Musikbereich ist das eine Kettenreaktion, die ich extrem wichtig finde, im Auge zu behalten. Und auch die Frage nach einem, wo der kulturelle Nährboden eigentlich herkommt. Also wenn man keine Spielstätten hat für junge Darstellerinnen, Künstlerinnen, Bands, die erstmal in erwachsen und groß werden, wenn die nicht hochkommen können, wo sollen die sich überhaupt etablieren können, dass sie dann kommt? So, also verwaltet man dann irgendwann noch mit denen, wo es gerade funktioniert so und lässt dann gar nichts Neues hochkommen so. Und eigentlich ist ja da auch so die kreative Zerstörung, die von unten so ein bisschen kommt, die auch den älteren Etablierten vielleicht mal Druck macht, irgendwie auch wieder, also weiter gut kreativ zu arbeiten. So. Wenn das nicht mehr stattfindet, ist das ja auch für das Kulturgut Musik eigentlich ein Problem. So. Ja, also wenn man jetzt so in Norddeutschland guckt, was inzwischen eine überregionale Bekanntheit hat, dann gehe ich von aus, dass 70-80% bei uns eigentlich mehrfach aufgetreten ist, wie sie diesen Status noch nicht hatten. Ja? Eigentlich fast egal. Ich meine, Stubnitz hat 30% der Veranstaltertätigkeit statistisch gesehen jetzt über den gesamten Zeitraum in Hamburg gemacht, und in Rostock sind es noch ein paar Prozente mehr, und dann kommen die ganzen anderen Länder und so weiter. Aber das sind eigentlich alles, was heute wirtschaftlich eine Bedeutung hat oder zur Wirtschaftlichkeit hat, ist also jetzt nicht alle, aber ich denke 70-80% sind früher unter anderen Namen oder unter den noch unbekannten Namen wirklich aufgetreten. Mhm. Und die, also ich bin schon der Meinung, dass so gesehen sowohl wirtschaftlich wie auch inhaltlich sind auch viele, viele Projekte, die dann einfach immer wertvoller werden von dem, was sie machen, die dann unter Umständen sogar dann von staatlichen Institutionen so viel Geld angeboten kriegen für Auftritte, dass sie Clubs gar nicht mehr machen und so weiter. Gibt es auch Hamburger, die diesen Status geschafft haben, und aber die sind alle irgendwann sind die groß geworden, also das glaube ich schon, dass das ein bedrohliches Szenario ist. Und jetzt ist ja nicht, ich glaube nicht, dass man in Zukunft sagen wird, man kann jetzt für 50 Personen kein Konzert mehr machen, sondern man braucht für 50 Personen braucht man doppelt so viel Fläche. Das glaube ich eher, dass das nicht mehr das Vorkrisenniveau erreichen wird. Also ich habe in der Vergangenheit habe ich immer gesagt, ich verstehe die Logik nicht. Ein Veranstaltungsort, der maximal 100 Personen bedienen kann, der braucht mehr Förderung als einer, der 400 Besucher bedienen kann. Und einer, der 1000 Besucher bedienen kann, braucht eigentlich keine Förderung mehr, weil der kommerziell eigentlich überleben kann. Und das ist so dieser Aspekt, der eigentlich auch begriffen werden muss, dass man die Kleinformate umso stärker jetzt eigentlich fördern muss, ja, damit sie überhaupt noch stattfinden. Und das ist wirklich es ist umgekehrt. Die kleinsten Formate brauchen eigentlich, wenn einer bisher eine Kapazität hatte, 100 Besucher, jetzt ist er im Moment bei 20 oder bei 10 Besuchern, weil man sagt 10 Quadratmeter pro Besucher. Irgendwann ist man vielleicht bei 50 Personen, und dann muss der aber mit, wenn der 50 Personen wieder machen kann, und das hat er früher auch schon gemacht, aber da hat er dann zwischendurch mal ein Konzert gehabt, was ausverkauft war.
dichtgedrängte Leute. Und jetzt ist ausverkauft, ist dann eine halbe Größe, so das ungefähr. Es hat sich was an einer bestimmten Logik verschoben. Ja. Dein Kopf muss umschalten. Ja. Und du hast eben und ich glaube, das passiert auch nach und nach, aber daran merkt man auch wieder sowas wie, das müssen alle Beteiligten erst lernen, das musst du erst mal schnallen. Das ist auch zum Beispiel, auch nochmal zurück zu dieser Frage, kann ich als wenn ich im Sorgenbrecher zwischen Wand und Bahn nur einen Meter Abstand habe oder 1,20, dann kann ich kein 1,50 Meter Abstandsgebot einhalten. Dann kann ich auch nicht aufmachen als Kneipe, Sorgenbrecher-Kneipe auf dem Kiez. Also nur so als ein Beispiel. Und das dann aber gleichzeitig damit bedeutet, so sind meine räumlichen Kapazitäten. Bis hierhin lag es irgendwie an, die Logik war nicht die Frage. Meine räumlichen Kapazitäten haben nur einen vergleichsweise sekundären Einfluss darauf gehabt, ob mein Laden läuft oder nicht. In meiner Bedingung, ich brauche für einen Laden mit wenig Quadratmetern vielleicht auch nur einen Barkeeper, eine Barkeeperin, aber die hat dann einen Job. Und wenn dieser Laden gar nicht aufmachen kann, hat gleich eine 100%ige Belegschaft keinen Job mehr. Also das sind alles so Logiken, die ich an der Stelle auch noch phänomenal finde, selber zu lernen, aber auch Leuten beizupulen. Und die sich auch erst teilweise auch, und ich denke, das ist auch gerade für so eine Art von Format oder wie du das auch im Radio machst mit Bertolt Seliger als Gast oder anderen Gästen, die du dann irgendwie empfängst, wo es dann darum geht, das erstmal auch zu diskutieren und zu sprechen. Und dann ist ja oft auch so, dass es gerade im Gespräch erstmal so Lerneffekte geben, sodass man danach rausgeht und sagt, okay, krass, muss ich erstmal irgendwie verdauen. Und dann gibt es sich beim nächsten Gespräch, geht das weiter. Und irgendwann kommt man vielleicht auch nicht ein Lösungsniveau im Gesamten, aber auf Ideen, wie man vielleicht damit umgehen könnte oder sowas. Ja, ist natürlich auch eine Frage des Vorlaufs. Also es ist jetzt die letzten Tage gerade sind diese BKM-Programme veröffentlicht worden, die genau das beabsichtigen, dass das musikalische Schaffen auf der ganzen Breite eigentlich Zugänge zur Förderung zu schaffen. Das ist egal jetzt, ob ein Musikprojekt sich vorbereitet für eine Tour oder ob sie eine Tour machen oder ob sie... BKM ist Bundeskulturministerium. Ja. Also da ist jetzt gerade so ein bisschen die Journalistin. Ja. Man muss solche Abkürzungen immer... Ich muss das immer rausschreiben. Mittlerweile kann ich es, aber ich musste mir das immer wieder aufschreiben. Nicht voraussetzen, dass jeder und jede das weiß. Ja. Oder auch für Werbemaßnahmen oder um ein Demo zu produzieren oder auch für Veranstaltungsorte. Aus jetziger Sicht, wenn ich eine Gewissheit habe, dass ich kein Defizit mache, dann würde ich sofort sagen, ja, natürlich machen wir wieder, wir präsentieren 4 Bands pro Woche, wie wir das gewohnt sind. Völlig egal, wie die Restriktionen sind. Ja? Aber unter der Maßgabe, dass ich sage, ja, okay, wir können dasjenige, was wir früher als Eigenleistung geschafft haben, das funktioniert unter den Bedingungen nicht mehr. Und wenn dort eine Defizitdeckung vorhanden ist, dann machen wir das einfach. Mhm. Und das ist jetzt, wenn wir das in unserem Fall so, dann wäre das aus jetziger Sicht, würden wir vielleicht 5.000 Euro benötigen pro Woche, um das machen zu können. Ja, und dann ist das, okay, das läppert sich auch ein bisschen zusammen, aber ist dann immer noch deutlich weniger als das, was man gewohnt ist. Wenn man die staatlichen Organisationen anguckt, die 80 und zum Teil 80% oder 90% des Etats eigentlich öffentlich finanzieren, dann ist das auch in Summe eigentlich noch nicht mal große Dimensionen. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich spannend, wie sich das entwickeln wird, ob da halt der Weg hinkommen wird. Und das ist ja auch ganz maßgeblich daran gebunden, dass man Planungssicherheit hat. Also jetzt kommt die Situation, dass man sagt, okay, man kann jetzt beginnen, Anträge zu stellen. So, aber wenn man jetzt von mir aus in 3-4 Monaten eine Antwort hat auf einen Antrag und dann sagt man, okay, jetzt hat man eine Planungssicherheit und dann hat man einen Planungsvorlauf nochmal von 2-3 Monaten, bis man dann dieses Programm wirklich durchzieht, dann ist das halt irgendwie nicht absehbar, dann ist das mittelfristig. Also auch hier der Appell wahrscheinlich wieder zu sagen, dass auch da nochmal ein sich hineinversetzen in die Perspektive der Empfänger von staatlicher Unterstützung nötig ist,
genauso wie wir es bei den Solo-Selbstständigen hatten, versetzt euch in die Perspektive hinein, was bedeutet es für eine Solo-Selbstständige, freischaffende Tänzerin, Mutter, möglicherweise zum Amt gehen zu müssen und Grundsicherung zu beanstragen, funktioniert so einfach nicht. Und was bedeutet es für eine Spielstätte, zum Beispiel, wenn sie das Instrument Kredite in der Form gar nicht nutzen kann? Oder also dieses in Perspektiven sich hineinversetzen zu können und zu sagen, wie stellt euch bitte vor, wie justiert ihr die Instrumente, die, die den Realitäten entsprechen für diejenigen, für die sie gedacht sind. Das wäre vielleicht einfach auch nochmal so ein ganz grundsätzlicher Appell. Ja, da wird sich, genau, daran wird sich zeigen eigentlich. Ich habe das jetzt auch diese ganzen Instrumente irgendwie, das in der Bundesförderung da überhaupt jetzt mal vergrößert wird, das ist ja ganz neu und wie flexibel das dann sich auch anpasst an den Bedarf, das wird eigentlich der wesentliche Punkt sein. Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass die Verbände an diesen gesamten Instrumenten mitschreiben. Also deswegen sind auch die Vertretungen der Kulturschaffenden so wichtig in den Prozessen als die Expertinnen, die natürlich eins zu eins die Realität übersetzen können, im besten Fall in die entsprechenden Fördermodelle und so weiter oder Instrumente und so weiter und so fort. Also sprich, deshalb diese Stimmen zu stärken, ist halt auch so total wichtig. Ja. Dann kommt echt dazu, dass Hamburg, es sind ja auch viele, viele Spielstätten, die haben da totale Berührungsängste eigentlich mit staatliche Förderung überhaupt einzubeziehen, ein staatliches Logo irgendwie mit auf das Programm zu machen und so weiter. Aber das Clubkombinat zum Beispiel macht das doch ziemlich gut in Hamburg. Also da gibt es... Von einzelnen Spielstätten. Weil man sagt ja, wie weit habe ich dann noch eine Programmhoheit, wie weit habe ich überhaupt noch eine Bestimmung, Selbstbestimmung. Reingeredet wird von staatlicher Seite, ist das die Befürchtung dann? Ich glaube, das ist unerlässlich eigentlich. Wenn du beginnst eigentlich öffentlich zu kofinanzieren, dann würde ich als öffentliche Hand würde ich sagen, okay, aber dann erwarten wir, okay, wir machen jetzt eine Kofinanzierung. Das entspricht dann eigentlich wir beteiligen uns daran, dass aktuelle Musikkunst präsentiert wird. So, aber dann muss das ein bestimmtes Level muss das dann auch haben, weißt du? Und dann möchten wir gerne, dass sich zumindest ein kleiner Teil der Angebote auch an ein junges Publikum richten, kannst du das mit einem Beispiel belegen, wo so eine Art von Einflussnahme staatlicherseits so operativ funktioniert? Ja klar, das ist ich glaube, dass das automatisch ist. Also das ist im Moment so die Situation, wie sie in den umliegenden Ländern halt wirklich ist, wenn man jetzt Österreich oder Dänemark oder Frankreich anguckt, wo es Zentren aktuelle Musik gibt. In jeder Stadt, die mehr als 100.000 Einwohner hat, gibt es Zentren aktuelle Musik, die sind im großen Ganzen mit so in der vor der Krise irgendwie mit der Hälfte die Hälfte der Etats wurden gefördert, also es ist quasi so eine Halb-Halb-Geschichte. Im Einzelnen gibt es vielleicht Spielstätten, die können mit 30% Förderung existieren, andere mit 70, aber vielleicht ist 50 oder so, war vor Krisenniveau durchaus üblich jetzt, die Länder, die ich genannt habe. Und dann kommen bestimmte Forderungen. Da sagt man, ja, okay, du kannst die Förderung, du kriegst die staatliche Förderung, aber wir möchten auch, dass, wenn du einen Musiker einlädst oder eine Band, vier Musiker, jeder von den Musikern möchte bitte mindestens 150 Euro kriegen für den Abend. Also kommt dann so eine ganz logische Forderung, dass man sagt, ja, wir fördern das öffentlich und dann werden die Musiker nicht mal so bezahlt, dass die irgendwie dass Musikerinnen entlohnt werden für ihre Kunst, die sie aufführen, also entsprechend auch, das ist ja nicht eine gute Sache dann. Also ich glaube, was man an der Stelle jetzt nicht tun darf, ist zwei Debatten vermischen. Also es gibt bei der öffentlichen Kulturförderung meines Wissens nach natürlich den Anspruch zu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel bei den Löhnen und Gehältern bleibt, gibt es den Anspruch, / sollte es geben,
dass nicht untertariflich bezahlt wird oder dass Dumpinglöhne nicht förderfähig sind. Das finde ich eigentlich einen Kultur-, also einen politischen Ansatz, der richtig ist, zu sagen, eine Institution, die öffentlich gefördert ist, hat zu gewährleisten, dass vom Mindestlohn bis zu sonstigen tariflichen Vereinbarungen dass all das eingehalten und geachtet wird. Und insofern gehört es mit zu den Förderbedingungen. Da würde ich sagen, ja, das finde ich als Förderbedingungen völlig korrekt. Gleichzeitig könnten andere Förderbedingungen, die dann in sowas, glaube ich, geschrieben werden wie Ziel- und Leistungsvereinbarung, könnte man sowas reinschreiben wie auch politische Entscheidung zu sagen, wir möchten nicht, dass in dieser und jener Kulturinstitution XY nur Männer im Vorstand sitzen. Also sprich, auch da den Gleichstellungsgrundsatz mit als Bedingung in die Kooperation zwischen Stadt und Institutionen schreiben. Also diese ganzen Optionen, auf die man sich einigen kann in Bezug auf politische und gesellschaftspolitische Entscheidungen, sich da ein gemeinsames Rahmenwerk zu geben, das finde ich in Ordnung. Womit man es aber nicht vermischen darf, ist mit der Frage, inwieweit wird die Programmfreiheit einer Kulturinstitution gefährdet. Und so hatte ich dich eben verstanden, dass bestimmte Kulturclubs, also Kulturinstitutionen wie Musikclubs möglicherweise die Befürchtung haben, sofern sie denn irgendwann staatlich gefördert werden, würde ihnen plötzlich jemand in ihre Programmgestaltung reinreden. Das ist etwas, was explizit eine andere politische Diskussion ist, die man dann aber auch genauso führen muss, weil die Programmfreiheit steht neben der Kunstfreiheit als absolut hohes und auch von der Politik zu wahrendes und zu garantierendes Gut. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Und das ist auch ein Stück weit, um da mal kurz einzugrätschen nochmal so, also allein von der Zeit her so, so eine halbe Stunde ist immer ganz schnell rum. Und aber auch, wie du sagst, das ist eine Frage, die man auf jeden Fall, also wenn das so sein sollte, muss man absolut drüber sprechen so, aber es gibt auch eine gewachsene Kultur von dessen, dass auch freie Theater haben auch Programmfreiheit und aufzuführen. Es gibt natürlich die Diskussion darüber, warum dann was wie inszeniert wird und ob das jetzt irgendwie gesellschaftlich normativ erwartbar gut oder nicht ist, aber das wird sich dann ja mit der Zeit noch zeigen. Aber um es einfach nochmal ganz kurz, Entschuldigung, da bin ich so ein bisschen leidenschaftlich, um es auf den Punkt zu bringen, also diese Diskussion muss geführt werden und wird geführt da, wo zum Beispiel rechte oder reaktionär konservative Kräfte versuchen, in die Programmfreiheit von Kulturinstitutionen wie Theatern einzugreifen und zu sagen, diese und jene Stücke werden hier nicht gespielt, weil das verletzt unsere Vorstellung von deutscher Homogenität. Das ist, die es gar nicht gibt. Die es nicht gibt, exakt. Also wenn es einen nationalstaatlichen Kulturanspruch an Kulturinstitutionen gibt, der plötzlich erhoben wird, dann ist das etwas, was man absolut dringend politisch von sich weisen muss, und diese Diskussion muss geführt werden. Also sprich, die Programmfreiheit der Kulturinstitutionen muss unangetastet bleiben. Aber es kommt natürlich automatisch auch. Also deswegen, deswegen haben auch bestimmte Spielstätten auch wirklich Bedenken. Es gibt ja auch Zusammenhänge, die nicht von der Hand zu weisen sind. Wenn man ein kleines Punk-Festival macht, sage ich, drei Punk-Bands, und dann kommen von mir aus 200 Besucher, ja, und das so, dann hat man eine große Produktion, die 200 Besucher, die erwarten, dass das Bier irgendwie wesentlich günstiger ist als normalerweise in Kneipen. So, und dann funktioniert das unter der Prämisse, die Bands, die sagen dann, sie spielen halt gegen Bier. Weißt du, das Publikum kriegt billiges Bier und das ist eine große Produktion und irgendwie rechnet sich das Ganze nicht so richtig, aber es ist eine große Punkparty dann so ungefähr, weißt du, die auch eigentlich einen kulturellen Inhalt hat irgendwie. Und das funktioniert definitiv nicht mit Mindestlohn, funktioniert das, oder mit Mindestgagen funktioniert das dann nicht mehr. Okay, und funktioniert dann nicht mehr. Und das Gleiche ist oftmals auch, wenn jetzt eine italienische Band aus Venedig sagt, sie kommt nach Hamburg, um ihre Musik zu präsentieren, dann sind das möglicherweise noch 7 Leute. Und dann in Venedig beginnt das irgendwie mit einer Gondel erstmal, deren Reise. Und wenn sie hier sind, ist das schon so teuer,
Und zurück müssen sie auch wieder oder weiter müssen sie dann auch, dass die eigentlich schon froh sind, wenn sie 2/3 ihre Reisekosten gedeckt kriegen. Und dann kriegen sie gar keine Gage und sie sagen, okay, nee, aber dann haben wir zumindest den Weg rausgeschafft aus Venedig und wir sind schon mal, haben schön, so, und dann spielen die zu den Konditionen. Und das ist bei uns oftmals so, dass eigentlich, wir haben sehr viele internationale Bands, die dann ihre Reisekosten kriegen oder anteilig ihre Reisekosten kriegen und das Dokument, was wir machen, und that's it, und dafür wollen sie es machen. Gell? Und da ist, also ich sage nur, erstmal wird dieser Mindestlohn wird vielleicht nicht an erster Stelle jetzt als Forderung kommen und andere Forderungen auch nicht. Sage ich jetzt, dass man sich um ein jugendliches Publikum auch kümmert, zumindest mit einer kleinen Zahl von Angeboten. Das sind logische Forderungen, aber dieser ganze Komplex, der kommt natürlich, das ist hier einfach nicht gewachsen, ist auch, hat sich nicht entwickelt, muss man starten und dann kommt es aber natürlich, kommen diese ganzen Fragen. Ne? Okay, also, wir sind weit davon entfernt, dass Clubs befürchten müssten, insoweit eine Staatsinstitution zu werden wie ein Schauspielhaus oder ein, was weiß ich, wo im Clubvorstand oder im, wie nennt man das dann in vielen Fällen, bei den Museen sind es Stiftungen, ansonsten wo im Aufsichts- oder Stiftungsrat von Club XY der Kultursenator aufläuft, also und mitentscheidet, weil er dann aber auch mit die Verantwortung hat, natürlich dafür sorgen muss, dass die Löhne, also das ist ja auch dann ein Abhängigkeitsverhältnis, oder beziehungsweise da sind ja dann auch die Regelungen von verantwortlichkeitsseitig nochmal ganz anders aufgestellt bei einer Institution, die städtisch ist. Das wird, glaube ich, so schnell nicht passieren. Das wird definitiv ein Spielball. Das ist so wie die Jelinek in Österreich. Weißt du, die ist in bestimmten Bundesländern durfte die de facto nicht auftreten. Heute sagt man ja, das gehört zur österreichischen Kultur dazu, aber das hat ja auch lange gebraucht. Du hast eine Parteienlandschaft, die sich einmischt und sagt, ja, ist das jetzt Kunst oder kann das weg? Na, selbstverständlich kommt das. Ich meine, ich kann dir sagen, dass dein Punkfestival, also ich, zumindest meine Prognose wäre hier in Hamburg die AfD an der Regierung, könntest du dein Punkfestival, ganz egal, ob du Mindestlohn dabei zahlst oder dann nicht, kann man das abschminken. Aufgrund der Frage, wer tritt da eigentlich auf, schon nicht machen. Insofern, ab da wird es kritisch. Bis dahin ist jegliche Form von inhaltlicher Einflussnahme auf Programmatik etwas, was, sofern es von irgendwem versucht wird, aufs Schärfste abzuwehren und im Notfall zu diskutieren. Klar haben wir das immer wieder. Und na klar gibt es immer wieder Versuche, in Programmhoheiten von öffentlich-rechtlichen Sendern einzugreifen und was weiß ich was. Aber diese Diskussion muss man führen. Wie gesagt, ich glaube nur, dass wir noch nicht so schnell an dem Punkt sind, wo sich Musikclubs darüber Gedanken machen müssen, dass ihnen im Zweifelsfall die Stadt erstmal ins Programm reinredet. Wir betrachten das jetzt aus der Perspektive von Hamburg. Ja? Und ich bin da ein bisschen stärker gebranntes Kind, weil wir sehr lange in Rostock gearbeitet haben. Ja? Und da haben wir musikalisch, ich bin musikalisch auch ein Überzeugungstäter. Also das Programm war nicht schlechter als das, was wir jetzt in Hamburg irgendwie dreimal da den Spielschädenprogrammpreis erhalten haben. Von drei verschiedenen Jurys notabene. Also wir haben dort kein schlechteres Programm gemacht, aber es wurde in der Mehrheit der politischen Landschaft wurde das nicht als Kultur betrachtet. Okay? Und deswegen sind eigentlich auch wir hatten dort eine kleine Zuschüsse, weil das in Rostock nicht anders gegangen wäre. Ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit der Dimension der Metropole Hamburg.
Und die sind entsprechend eingefroren worden. Die Dynamisierung irgendwie mit Lohnsteiger und so weiter sind über 20 Jahre nicht erfolgt, bis wir einfach keine Handbreit Wasser mehr unter dem Boden hatten. Und das ist jetzt noch nicht. Okay, das ist, verstehe. Ja, also die das ist dann die Frage, welche Kultur wird gefördert und welche nicht. Ja, okay. Ja. Ja. Aber das ist ja quasi, und ich versuche den Ball jetzt nochmal einzufangen. das ist auf jeden Fall auch mal ein Gespräch wert und eine Diskussion, aber ich denke, das ist, wie du sagst, das muss streitbar bleiben. Also sobald da ein staatlicher Eingriff kommt in Programmgestaltung, dann muss man einig oder müssen die Spielstätten zusammen auch auf die Barrikaden gehen und mindestens harte Diskussionen suchen. So. Wenn wir es gerade jetzt dabei hatten, was du jetzt auch gesagt hast, zu sagen, man müsste sich im Zweifelsfall im Fall zusammenschließen, ist ein ganz gutes Stichwort. Ich meine, wie gesagt, Clubkombinat. Barkombinat. Wenn es zum Beispiel um solche Fragen geht wie Einflussnahme inhaltlich, sich auch zu vernetzen gegen Angriffe von rechts, die vielen, das Netzwerk bundesweit ist Theaterschaffende, aber Kulturschaffende auch allgemein, also sprich all solche Netzwerke schaffen, das ist eine Sache und das andere ist aber in Bezug auf die, ja, auf die Frage, inwieweit ist man überlebensfähig als Sparte und als Struktur. Clubkombinat ist das eine und wirklich auch beachtenswert, welche Arbeit da geleistet wird. Und das andere ist aber tatsächlich immer wieder auch, also auch gemeinsam dafür zu sorgen, dass diese Übersetzbarkeit hergestellt wird, die wir vorhin hatten. Also unsere Perspektive muss verstanden werden an der Stelle von denjenigen, die darüber entscheiden, ob Mittel fließen. Und unsere Perspektive muss aber auch von unserem Publikum verstanden werden, weil da könnte man jetzt auch noch mal 10 Minuten drüber reden, wie reagiert eigentlich das, wie solidarisch ist unser Publikum. Also sprich, Solidarität aus allen Ecken zu organisieren, wird, glaube ich, echt wichtig in Zukunft. Ja. Das ist ein großer Teil der Arbeit, ist eine Kommunikationsarbeit und eine Solidarisierungsbewegung so untereinander. Ja, und es geht ja wirklich um die Perspektive der aktuellen Musik in der BRD, sage ich jetzt mal. Gell? Und das sind wirklich, das Hamburg ist wirklich, wir sind nach Hamburg, letztlich sind wir in Hamburg geblieben, weil da ganz für mich, ich war da am Anfang, war ich total überrascht, dass da das gesamte Parteienspektrum jetzt war eindeutig positiv. Die haben gesagt, ja, dieses maritime kulturelle Erbe und die Verbindung mit der Clubmusik, das passt doch super so. Und das ist in anderen Städten war es halt nicht so und nicht unbedingt wegen parteipolitischen Farben, sondern einfach generationenbedingt, weil einfach sag ich jetzt mal ein bisschen ironisch, also die Bürgerschaft in Rostock ist überdurchschnittlich alt. Von den einzelnen Personen. Also ganz eindeutig. Und wenn dort das kulturelle, wenn mehrheitlich eigentlich das kulturelle Verständnis gar nicht da ist für das, was wir uns die ganze Zeit bemüht haben, dann ist das halt genau, dann kann das sehr schnell zum existenziellen Problem werden. Ja? Insbesondere, wenn man dann einfach, sage ich auch, um Bundesmittel einzuwerben, dann Kofinanzierung braucht aus dem Land oder aus der Kommune, kann das echt ein Problem werden. Und diese schönen Diskussionen, die haben wir dann im besten Fall vor uns. Das ist dann das nachdenkliche Schlusswort, ne? Ja, aber das ist ja auch. Genau.